Ja, die Antarktis ist ein ganz schönes Stückchen weg, aber auch die Menschen dort, die Forscher, die dort arbeiten, sollen in den Genuss von pfälzischen Weinen kommen. Und genau deswegen wird heute in Worms eine Kiste gepackt mit erlesenen Pfälzer Weinen. Die ganze Geschichte dahinter und auch den Blick in die Kiste hat unsere Reporterin Sarina Aschmann, zu der wir jetzt direkt schalten wollen, nach Worms. Sarina, wie weit seid ihr denn schon mit dem Packen? Ja, Silke, wir sind schon fleißig am Packen, auch wenn das Wetter hier leider nicht mitspielt. Und bei mir steht jetzt Herr Dr. Kopf. Herr Dr. Kopf, Sie sind der Leiter des Versands. Wie läuft denn der Versand so richtig ab? Ja, wie Sie sehen, haben wir hier eine sehr schöne Kiste von unserem Hausmeisterteam gezimmert bekommen, wie jedes Jahr, mit einem entsprechenden Branding. Nämlich da steht SGD Süd, Rheinland-Pfalz auch drauf. Und das läuft so ab, dass gleich noch der Oberbürgermeister Kessel und drei Weinhoheiten, die deutsche, rheinhessische und pfälzische Weinkönigin, dazukommen. Dann laden wir die Kiste voll, wird effektvoll vernagelt und dann geht die Kiste sozusagen auf ihre Reise. Wie kam es denn genau zu der Patenschaft? Also vor 36 Jahren hat einer meiner Vorgänger diese tolle Idee gehabt, sozusagen im Sinne der Völkerverständigung einen Gruß aus Rheinhessen bzw. auch der Pfalz gen Südpol zu schicken, um dem Überwinterungsteam, vor allem der Neumayer-Station, etwas Gutes zu tun. Haben Sie sich eigentlich schon überlegt, persönlich mal die Kiste vorbeizubringen? Klar habe ich mir das überlegt, aber die Reisekosten waren so überbordend hoch, dass ich diese Idee gleich verworfen habe. Wie lange hält denn der Wein in der Kiste oder auch der Sekt? Also der Sekt und der Wein ist natürlich alles hochwertige Qualität und es hält sich so lange, wie das bei Ihnen im Weinkeller halten würde. In der Neumayer-Station haben wir auch entsprechend gute Temperaturen, sodass ich davon ausgehe, dass der sehr lange halten würde. Wie man so hört, wird er aber schnell ausgetrunken. Wie viele Sorten finde ich denn hier in der Kiste? Die ist ja ziemlich proppevoll. Genau, es sind 70 Flaschen aus Rheinhessen, aus der Pfalz. Hier speziell Besonderheit, auch aus dem Zellertal haben wir noch Weine dabei. Unterschiedliche Sekte, Rotwein, Weißwein, ganz unterschiedliche Qualitäten auch. Und da können sich praktisch die Mannschaft bzw. das Team, das Neumayer-Team, kann sich dann entsprechend über die Weine in Rheinhessen und der Pfalz informieren und sozusagen an die Heimat denken. Wie suchen Sie denn die Sorten aus? Es ist eine Kooperation mit Rheinhessen-Wein und Pfalz-Wein, die uns diese Auswahl praktisch abnehmen und auch die Weine und die Sekte entsprechend spenden. Also wir haben jedes Jahr neue Spender, die etwas in die Kiste reingeben möchten und sozusagen einen Gruß überbringen möchten. Und es ist, wie man sieht, eine tolle Idee. Kurze Frage noch, wie lange braucht der Versand? Der Versand dauert circa 3 Monate, also kurz vor Weihnachten hoffen wir immer, dass die Kiste dann entsprechend ankommt. Und wir schalten ja gleich an die Antarktis. Wir gönnen uns jetzt noch ein Stückchen Wein und ich sage liebe Grüße an dich, Silke. Ja, liebe Grüße ins verregnete Worms zurück. Dankeschön, Sarina.